Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu den Kurznachrichten bei Wirtschaft TV. Ich bin Manuel Koch. Schön, dass Sie dabei sind. Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag zu Wochenschluss gut gestartet in den Handel, gab dann aber doch wieder einige Gewinne ab. Zur Mittagszeit lag der DAX noch knapp im Plus bei etwa 9.700 Punkten. Der Ölpreis ist wieder leicht gefallen, der Goldpreis um etwa 1% gestiegen. Im Fokus die Notenbanken. Der britische Notenbankchef hatte gesagt, dass zur Abfederung der wirtschaftlichen Brexit-Folgen eine Lockerung der Geldpolitik im Sommer notwendig werden könnte. Und auch die EZB erwartet, dass die Konjunktur vielleicht noch stärker angekurbelt werden muss. Am Montag spricht EZB-Präsident Mario Draghi. Von Unternehmensseite schauen wir auf Volkswagen. Die Aktie am Freitag gut im Plus. Die Einigung in den USA scheint dort für Entspannung zu sorgen. Und die US-Verkehrsaufsicht ermittelt gegen den Elektroautobauer Tesla, weil ein Autofahrer ums Leben gekommen ist, als er den Autopiloten des Fahrzeuges benutzt hatte. Allerdings hat der Mann auch während der Fahrt einen Harry Potter Film geguckt. Soweit die Wirtschaft TV Kurznachrichten am Freitag. Ich wünsche Ihnen nun ein erholsames Wochenende.